Das Vorarlberger Traditionsunternehmen Altsport wird bereits in dritter Generation von Katrin Ludescher geführt. Sie übernahm das Unternehmen 1993. Die engagierte Sportlerin lernte ihr Handwerk in vollem Umfang in der französischen Modeschule S-Mod München. Ihre Handschrift prägt das Design von Altsport und genau da, nämlich bei der Idee und bei der Kreativität, nehmen die Dinge in dem erfolgreichen Vorarlberger Textilunternehmen ihren Lauf. Zusammen mit der Geschäftsführerin ist es noch eine weitere Designerin und eine technische Assistentin, welche ihre Ideen auf Papier bringen. 130 Teile im Winter und knapp 100 Teile im Sommer werden für die Kollektionen passioniert designt. Seit Februar schon wird akribisch an der Sommerkollektion 2012 gearbeitet. Bis zu 100 Zubehörteile wie Reiß- oder Klettverschlüsse, Knöpfe und so weiter müssen dabei pro Artikel berücksichtigt werden. Nach dem Entwurf, welche heute noch alle ausnahmslos per Hand gezeichnet werden, kommen die Zeichnungen in die Schnitt- bzw. CAD-Abteilung. Dort wird unter anderem zuerst die technische Umsetzung detailliert besprochen, bevor es dann an die Konstruktion geht. Anschließend wird ein Lagebild produziert, ein wichtiger Schritt in der Produktionskette, da unter anderem der zukünftige Stoffverbrauch und somit auch der Einkauf der hochwertigen Textilien damit zusammenhängt. Akribisch wird darauf geachtet, dass jeder Millimeter Stoff optimal ausgenutzt wird, wirkt sich dies nicht zuletzt auch auf den schlussendlichen Verkaufspreis aus. Nach dem Plotten geht die Jacke, hier fast noch nicht zu erkennen, in den Zuschnitt. Der entsprechende Stoff wird ausgesucht und auf den Papierbogen gebügelt, um so anschließend die vielen Dutzenden Einzelteile, aus der die Jacke am Ende bestehen wird, auszuschneiden. Nach dem Zuschnitt werden die für den Laien noch nicht zu erkennenden Stoffteile mit dem Zubehör ausgestattet. Reißverschlüsse, Knöpfe, Ösen und was alles dazugehört, wird jeweils schon in der richtigen Länge und Stückzahl dazu kommissioniert. Denn erst wenn alles komplett ist, kann der Prototyp letztendlich genäht werden. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass die Prototypen in der hauseigenen Näherei produziert werden, denn nur wenn dieser zu 100% perfekt ist, kann eine weitere hochqualitative externe Produktion gewährleistet werden. Denn die Kollektionen an sich werden alle in ausnahmslos europäischen Lohnbetrieben gefertigt. Unter anderem in der Musternäherei tätig ist Hatice Karakoc. Sie ist schon seit 13 Jahren ihrem Arbeitgeber Altsport treu, nicht zuletzt, weil sie ihre Arbeit mehr als nur motiviert und passioniert umsetzt. Ja, für mich persönlich ist es interessant, weil ich über die ganzen neuesten Mode, Trends und neueste Farben immer informiert bin. Und es ist ja nicht so, dass wir nur Näherei sind. Es ist eher eine Forschungsabteilung, wo wir die ganzen Schnitte und von den Modellen immer genau richtig und exakt und zu machen sind. Es ist sehr interessant, wenn wir die ganzen Modelle, ein Modell nicht halb, sondern vom A bis Z alles zusammennähen. Und jedes neues Modell ist für mich eigentlich ein neues Abenteuer, kann ich sagen. Es ist sehr interessant für mich, mit den ganzen neuen Stoffen und mit den Farben zusammenzuarbeiten. Nach der Musternäherei kommt das fertige Produkt in den Showroom. Dort erwartet sie schon Franz Perl. Er ist Verkaufsleiter und schon 33 Jahre bei Altsport. Seine Aufgabe ist es, die Kollektion an den ausgewählten Fachhandel zu verkaufen. Lediglich 12 Einzelhändler in Vorarlberg haben das Vergnügen, Altsport-Produkte an den Mann zu bringen. Ich fühle mich eigentlich eben seit über 30 Jahren bei diesem Unternehmen sehr wohl. Und das hat natürlich viele Gründe. Ein Grund zum Beispiel ist die Aufgabe, die man hat. Als Verantwortlicher für den Verkauf ist diese natürlich besonders spannend, mit verschiedenen Menschen zu tun zu haben, mit verschiedenen Ländern zu tun zu haben und natürlich mit einem Produkt zu tun zu haben, was einfach fantastisch ist, dass sich einfach abhebt, dass einfach etwas anderes ist als die große Masse. Und das
ist ein wichtiger Punkt. Natürlich auch ein Familienbetrieb, wo die Entscheidungswege sehr, sehr kurz sind, wo die Geschäftsführung natürlich auch bodenständig ist und zu allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Kontakt hast, auch sehr wichtig. Ich darf natürlich mitgestalten und ich darf mitentscheiden. Das ist für mich persönlich natürlich auch ein wichtiger Grund. Nach den Gesprächen mit den Partnern ist endgültig klar, die Kollektion ist einmal mehr gelungen. So kann also den Bestellungen entsprechend produziert werden. Zuvor aber werden pro Artikel jeweils die Größensätze gemacht. Das passiert wiederum in der CAD-Abteilung. In 7 bis 10 verschiedenen Größen werden die Produkte letztendlich gefertigt, um eine optimale Passform, den perfekten Komfort und die außergewöhnlich schöne Optik zu gewährleisten, kommt es auch hier auf jeden Millimeter an. Kommen die fertigen Produkte dann wieder von den Lohnbetrieben in Europa zurück nach Weiler in Vorarlberg, kommen sie ins Lager und warten nur darauf, termingerecht an die internationalen Kunden verschickt zu werden.